Moin, Talon kommt zurück zu Spiritfahrer. Wir machen uns nochmal auf den Weg zum anderen Sternenregen und hoffentlich kriegen wir das hin. Denn ich würde gerne dir einen Auftrag abschließen, aber na, gucken wir mal. Ich muss halt schneller durch die Gegend springen eigentlich. Morgen. Oh, Essen ist fertig. Das müssen wir ganz schnell rausnehmen. So. Okay, das Essen holen. Wir haben Fleischtopf, ne? Ja. Was könnte ich denn noch mit Tomaten machen? Tomaten. Pilze. Okay. Machen wir Tomatenpilze nochmal. Oh, das sieht was anderes. Das zählt nicht. Okay, morgen. Du kriegst, hier, Fruchtbonbons. Schön wieder Nachttisch. Okay. Ich glaube, ich bin so glücklich. Was ist los? Okay, du hast gerade nichts für mich. Okay. Doch nichts. Nein. Also ich muss die Extremen dann doch nehmen. Okay, ich dachte, ich kann das machen, aber das geht leider nicht. Schade. Dann gehen wir nach Oxbury. Müssen wir gucken, dass wir noch ein paar Sachen zusammenkriegen. Das macht mir noch ein bisschen Sorge. So, Milch. Kannst du wieder ausruhen? Hast du ja gut gearbeitet. So, was nehmen wir noch mit? Mal gucken, wo die anderen sind gleich noch. Ich muss auch altmodische Gerichte kochen, fällt mir gerade so ein. Wobei, Fleischtopf ist ja ein altmodisches Gericht. Das geht also. Achso, die sind noch am Schlafen. Da müssen wir uns selber ranhalten. So, also zurück. Da lacht sich Sandy ein. Was wollte ich jetzt also aufwecken? So, gießen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll mit den anderen Sachen. Ich muss hier noch ein paar Sachen einpflanzen, aber ich weiß noch nicht genau was. Ach so, habe ich schon. Habe ich schon wieder vergessen. Jetzt noch mal gießen. Okay, Essen ist fertig. Dann gucken wir mal, was habe ich denn eingepflanzt? Ich weiß gar nicht mehr. So. Pilzeintopf, na toll. Was kann ich mit Tomate denn noch machen? Also irgendwie so richtig die Möglichkeiten habe ich nicht, ne? Ne, dann mach mal Feuerglut und... Wir haben irgendwie nichts mit der Feuerglut, was wir machen können, ne? Feuerglut und Milch und Hähnchen. Tja. Getreide hat sie gesagt, aber was für Getreide? Macht mir ein bisschen Sorgen hier. Feuerglut. Und Getreide geht gar nichts, ne? Doch hier. Reis. Reismehl und Maismehl. Nehmen wir Reismehl. Ich weiß uns nichts mehr. Ich glaube, wir haben schon alles gemacht. Was sind die anderen eigentlich? Was essen? Was ist sie denn mal? Was Einfaches, was Schnelles. Gerade überlegen. Hier. Danke für das Essen. Reden können wir nicht? Okay. Schau, was ich gezeichnet habe. Das habe ich für dich gezeichnet. Dankeschön. Oh, Buck hat es mir gezeichnet. Dankeschön. Hast du schon was zu essen? Ja, hattest du schon. Wo sind die anderen denn? Da. Nahrung. Guck mal dann den. Ich. Ach, egal. Hier ein paar Snacks. Weißt du, er sagt, er hat nichts, aber Snacks hat er einfach. Aber Snacks sind ihm wahrscheinlich nicht gut genug. Das kann ich verstehen. Dann guck mal dann den. Pilzen voll. Das ist nicht nötig. Achso, okay. Wo ist denn. Wo ist Beverly? Ich muss Beverly immer noch dieses Laxa machen, was ich immer noch nicht weiß, wie das geht, leider. Das ist Feuerglut mit irgendwas anderem. Ich habe jetzt Reis. Habe ich eigentlich alles probiert jetzt oder noch nicht?
ordentliche Stinkekäse hergestellt. Okay. Na komm her. So. Wo ist Beverly? Ich sehe Beverly schon wieder nicht. Egal, dann gucken wir mal für Buck jetzt gerade. Dann muss ich. Ich hoffe, dass Beverly hier irgendwo rumgeistert. So, wir müssen jetzt gucken, wen wir hier anquatschen müssen. Ein Freund von Buck. Bist du Freund von Buck? Hm. Unterwegs zu einem gemütlichen Tag? Nein, du bist es nicht. Oh. Hi. Bist du es? Hm. Hallo. Auch nicht. Oh. Tschüss. Nein, du sollst... Okay. Auch nicht? Oh. Hm. Auch nicht. Du bist die Limonadenverkäuferin? Du vielleicht? Mhm. Auch nicht. Mhm. Also auch nicht, du stehst irgendwo auf dem Haus. Mhm. Also, sowas ist ja noch nie passiert. Okay. Mhm. Mein Bruder ist voll auf dem Trip in unserer Wohnung. Ich muss ihm Milch oder sowas mitbringen. Das ist echt abgefahren. Okay. Das ist abgefahren, dass du sowas erzählst. Mhm. Nun denn. Ha. Endlich. Nein, vor dir werde ich mich nicht verbeugen. Ich weiß, wer du bist. Und wenngleich ich deinem Ruf Respekt zolle, so bin ich doch Elperin, Waldläufer des siebten Mondes. Und die Waldläufer des siebten Mondes verneigen sich vor niemandem. Als Anführer der ruhmreichen Silberkompanie werde ich erneut den Mantel des Kreuzfahrers anlegen. Einige Vorbereitungen müssen noch getroffen werden. Und ja, dann werde ich mich auf mein edles Ross schwingen und mich euch allen anschließen. Zieh los, vereinige die Gefährten wieder. Denn die Zeit für Abenteuer ist erneut gekommen. Anfrage Silberkompanie. Okay. Profit gegeben wir haben. Müssen wir gucken. Ja, die muss ich noch schaffen. Die immer fort. Overbrook. Overbrook. Overbrook war unten, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Oder war das links? Irgendwo? Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh je. Okay, wir müssen mal gucken, dass wir hier noch den letzten Spielgefährten von Buck finden. Dann geht's los. Dann wird D&D gespielt hier, glaube ich, ne? Bin mir nicht sicher, aber ich gehe mal davon aus. Ping. Okay, weiter geht's. Da ist noch ein Fragezeichen. War hier noch irgendwas? Warte mal. Ne, da war nichts mehr. Okay, hier. Southpoint Docks, da ist so eine Truhe. Da kamen wir nicht ran, ne? Dann gehen wir da mal hin, oder? Oder hier? Müssen wir auch noch machen, eigentlich. Embertown, Edgeboro Lane, Sun Spring, Floatzen. Da muss ich auch noch einige Sachen machen. Wo ist denn Overbrook? Sag mir nicht, Overbrook war auf der anderen Seite. Dann drehe ich ja am Rad hier. Overbrook, ne, da ist Overbrook, da oben. Dann fahren wir dahin. Dann treffen wir Jackie nochmal. Da müssen wir zur Profit GmbH noch. Die müsste links von uns, glaube ich, sein. Hoffe ich mal. Bin ich sicher. So. Okay, wir haben. Was haben wir Neues? Wir haben. Laksa. Nice. Jetzt haben wir endlich Laksa. Jetzt müssen wir Beverly finden. Haben wir es hingekriegt. Oh. Du hast die Gewürze genau richtig dosiert. Es riecht fantastisch. Gut, ich werde es mal probieren. Mein Magen ist inzwischen quasi eine Chilischote. Ich halte alles aus. Okay, du bist eine Chilischote. Okay. Wo haben wir es denn? Laksa, hier. Das brennt genau richtig auf der Zunge. Ich meine, es ist unglaublich. Du weißt immer noch, wie man kocht. Wow. Du bläst meine Nase so richtig frei. Danke, Zuckerschote. Ich konnte mich offensichtlich nicht zurückhalten. Leider ist nichts für dich übrig. Aber mach dir keine Sorgen. Ich werde es wieder gut machen. Ich weiß, du hättest auch was von dieser Köstlichkeit abbekommen sollen. Nächstes Mal auf jeden Fall. Okay, also. Hast du kurz Zeit? Wie schon erwähnt, habe ich immer diesen Traum. Keine Sorge, ich bin kein Monster. Ich werde dir nicht auch noch von meinen Träumen erzählen. Das stimmt vielleicht ein bisschen. In meinem Traum habe ich jedenfalls den Projektor im Archivraum B2522 benutzt. Dann wurde ich direkt in die Bilder hineinversetzt. Das erste Bild war... Lass mich nachdenken. Oh, jetzt weiß ich es wieder. Wir haben die Stadt besichtigt. Wir hatten eine Wohnung für die ganze Familie gemietet. Sie war so luxuriös. Wir hatten die ganze Woche verplant.
Museen, Parks, Restaurants. Natürlich wurde Henry gleich am ersten Tag krank. Ich weiß noch, dass ich bei ihm geblieben bin und geschrickt habe. Er war so erschöpft, dass er nur ein bisschen zeichnen konnte. Der arme Junge. Damals war er völlig in diese Zeichentrickserie vernarrt. Da kamen vermutlich nur riesige Roboter und Helden in Strumpfhosen drin vor. Die Wohnung war irgendwie im Old Central District. Sie hätte unsere zweite Heimat sein sollen. Zumindest eine Woche lang. Und die ganze Zeit habe ich aus einer riesen Tüte Zuckermais genascht. Das ist typisch für Träume. Die sind immer etwas vernebelt. Wenn du diese Folie findest, würde das mein Gedächtnis hoffentlich auf die Sprünge helfen. Danke nochmal, Zuckerschote. Du bist meine letzte Rettung. Feuer im Teller. Finde eine Folie im Old Central District. Okay, dann kommen wir da als nächstes hin. Aber erstmal sind wir jetzt hier. Und wir gehen mal... Wo gehen wir denn mal hin? Wir gehen mal zu Jackie. Ich weiß noch nicht genau, was wir hier machen, aber wir gucken mal. Wir müssen da, glaube ich, in den Automat gucken, ne? Ich glaube, der Automat war das. Was hat denn der Automat so im Angebot? Fortgeschrittene Snacks. Oh, da brauche ich einen Obolus für. Kein Material benötigt. Was ist das? Ein unglaublich knuspriger Proteinriegel. Okay. Wo kann der Gegenstand? Okay. Ich weiß nicht genau, wofür das gut ist, aber naja. Hallo mal wieder. Dürfte ich dich vielleicht dann was anknabbern? Nein. Ich verstehe. Na schön, falls du deine Meinung ändern sollst, findest du mich hier. Was ist, wenn ich sage ja? Knabbert er mich dann an? Oder etwa nicht? Ich bin mir nicht sicher. Hier war nichts mehr? Okay. Ich würde sagen, wir müssen nochmal nach oben. Hatte ich hier nicht alles mitgenommen? Ah ne, wir mussten den Automaten checken. Das war die Geschichte. Aber müssen wir Jackie nicht noch mitnehmen? Bin ich sicher, da konnten wir nicht rein, ne? Kommen wir da irgendwie rauf? Ja, kommen wir rauf. Das reicht nicht bis da oben hin. Da steht Jackie da oben. Hab ich das richtig gesehen? Ich glaube ja, aber wie kommen wir da hin? Es muss einen Trick geben, da hochzukommen. Ich weiß es nicht genau. Wir kommen da auf jeden Fall nicht hin. Da oben sind die beiden, siehst du? Ich bin mir nicht sicher. Das sieht aber aus, als wenn hier noch was wächst. Guck mal da. Oder ist Jackie unser letzter Begleiter? Da ist auch noch was. Ja, du. Hör mal zu. Ich stecke in großen Schwierigkeiten. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Die haben mich erwischt. Aber so richtig. Das werde ich ihnen heimzahlen. Ich habe im Park geschlafen. Habe niemanden gestört. Habe getan, was mag man nun mal tut. Was ist das? Im Park schlafen. Habe ich schon gesagt? Ja, habe ich doch schon gesagt. Pass doch mal auf. Ich ratze also wie ein Sack Mandarinen und urplötzlich bin ich hier. Ich weiß nicht mal, wo genau ich hier bin. Ich weiß nur, dass Mark hier, der ich bin, nicht hier sein sollte. Mark muss frei sein, damit er im Park schlafen kann. Frei wie die Eichhörnchen. Also, hier ist mein Plan. Ich muss einen Saal herstellen, damit ich da runterklettern kann. Ich kenne da jemanden. Ja, ich kenne da einen Kerl. Ich kenne ein paar Kerle. Dieser Kerl steht jedenfalls bereit und wartet darauf, dass Mark hier seinen Flugplan durchzieht. Wenn du mir etwas Leinenstoff besorgst, kann ich mir ein schönes Seil daraus basteln und fliehen. Im Gegenzug erhältst du die Genugtuung, mir, Mark, geholfen zu haben. Beeil dich mit einem Leinenstoff. Noch eine Schüssel Brei überlebe ich nicht. Brei. Du kannst keinen Leinenstoff, oder? Das ist alles andere als prima. Leinenstoff. Kann ich Leinenstoff herstellen? Da müsste ich doch eigentlich. Okay, es finden sich also doch noch Leute hier, mit denen man was machen kann. Okay, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Wir müssen ihm jetzt helfen zu fliehen. Das Interessante ist, wir liegen ja eigentlich auch in dem Krankenhaus, habe ich so die Befürchtung.
So, wo haben wir denn Leinenstoff? Leinenfaden, Wollfaden, Seidenfaden. Kalkpulver, also Kalkpulver drin, Baumwollfaden, Nebel, Wollfaden. Wo haben wir denn Leinenstoff? Haben wir nichts mehr? Ach, wir haben kein Material mehr dafür, ne? Aus gekämmten Baumwollen lassen sich Fäser wieder verwendbar Fäden. Was haben wir hier? Wollfasern. Wollfaden. Ne, wir müssen das Zeug erst besorgen. Ich hab's nicht. Ich hab es nicht. Das müssen wir weiterfahren. Na gut. Aber erstmal gehen wir eine Runde pennen. Ja. Tja, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wir müssen die Samen nochmal kaufen dafür, glaube ich, ne? Oder einpflanzen? Ich bin mir nicht sicher. Wir hatten doch Leinenstoff, oder bin ich jetzt doof? Ich guck mal gerade nach. Aber er sagte, nee, wir haben nichts. Leinenstoff, da ist noch Leinenstoff. Starker, schwerer Leinenstoff. Ach nee, er will den Faden haben, ne? Und nicht den Stoff, oder? Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Das können wir machen und da fehlen uns EP-Tränke. Da müssen wir die Beeren sammeln und hier brauchen wir 5 Leinenstoff. Okay, das reicht nicht. Deswegen geht's nicht. 5 Leinenstoff. Wir haben 3, aber es reicht nicht. Okay, hier füllen wir nochmal nach. Wir sind auch fertig. Leinenstoff. Das heißt, wir müssen. Können wir die Samen hier einpflanzen? Ich glaube nicht, oder? Flachs. Ich glaube, Flachs müssen wir einpflanzen, oder? Für Leinenstoff? Ich hoffe mal. Da können wir vielleicht doch hier bleiben. Wenn wir das alles eingepflanzt kriegen und dann gießen. Wobei es regnet eigentlich. Müssen wir es trotzdem gießen? Okay. Ich bin gespannt. Gespannt. So. Können wir noch pflücken. Tja, dann müssen wir das noch abgeben und dann, ich weiß nicht genau, wie wir nach ganz oben kommen. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass man auch nach oben kommen kann, oder? So, nehmen wir mal, was ist hier? Ne, haben wir glaube ich auch noch nicht. Beziehungsweise Rüben. Ja, was könnten wir denn noch kochen? Ich bin gerade überlegen. Wir haben ja noch ein paar Sachen da. Ich weiß ja nicht, was wir kochen sollen. Kochen. Irgendwas mit Käse. Was kochen wir denn mal mit Käse? Kein Fisch, kein Gemüse, kein Obst. Okay. Echt nur Ei? Ein Käse? Okay, machen wir Ei und Käse. Machen wir das dann. Das müssen wir alle aufwecken. Tja. Ich bin echt überlegen. So, mein Freund, du kriegst noch eine Kirsche. Und einmal merken bitte. Der Alltag ist nah, oder wie war das? So. Okay, das haben wir. Was machen wir denn jetzt? Mal gerade Beeren müssen wir noch pflücken eigentlich. Wir brauchen Heidelbeeren, 5 Stück noch. Wir brauchen 7 Himbeeren und Erdbeeren brauchen wir noch ganz schön viele. Das könnte ja heiter werden. Guck mal, Beverly. Ich bin ziemlich beschäftigt. Ich stricke etwas. Was es wird, verrate ich dir nicht. Es ist eine Überraschung. Komm ich später besuchen, dann habe ich etwas für dich. Okay. Das dauert noch. Okay. Wie sieht es mit den anderen aus? Ich glaube, wir müssen doch weiterfahren, ne? Das ist jetzt blöde, weil wir kommen sonst nicht weiter. Wo sind denn die anderen geblieben? Ich weiß es nicht genau. Das ist blöde.
Egal, wir fahren mal weiter. Das dauert halt noch eine Weile, bis das angewachsen ist hier und ja. Ich will noch ein bisschen weiterkommen. Wir fahren. Wo fahren wir denn hin? Hier nach Old Central District. Da müssen wir sie eh hin. Das ist ganz gut, da müssen wir nämlich noch die, die Folie finden. Für den Projektor. Das könnte noch interessant werden. Mal schauen. Ich werde jetzt noch. Ja, ich denke mal, ich werde nach der Folie noch suchen und dann ist die Episode, glaube ich, auch schon jetzt zu Ende. Da muss ich auch schon ein bisschen Stopp machen erstmal. Denn es ist schon verdammt spät. Das ist nur eine ganz kurze Zwischendurchaufnahme gerade. Aber wir kommen Stück für Stück weiter, auch wenn jetzt hier der Alltag so ein bisschen dröge wird, muss ich zugeben, mit dem Sammeln und Pflanzen und das nicht gesehen. Und ich würde gerne noch ein paar Rezepte machen und würde aber gucken, dass ich zwischendurch jetzt auch die Story noch ein bisschen weiterbringe von denen. Ich würde die gerne wegbringen noch. Stanley macht mir noch Sorgen, weil ich würde gerne von Stanley noch ein paar Zeichnungen haben. Bevor es zu spät ist. Okay, warte, guck mal hier. So hungrig. Bedauere hoffentlich. Okay, ja. Yeah. Du kriegst was zu essen. Und zwar kriegst du. Was haben wir denn hier? Zwiebelringe. Vielen Dank, Kommandantin. Okay. Was haben wir? Essen? Omelette, okay. Das ist nicht das, was ich gesucht habe, aber okay. Ich muss doch nach oben, okay. Nein. Sally? Kriegst du noch was zu futtern? Und zwar kriegst du, Zwiebelringe, das Gemüse möchtest du nicht. Rührei brauche ich noch. Corndog? Wow, danke. Das ist so lecker. Bitteschön. Achso, wir können noch miteinander reden. Was gefällt dir? Gefällt mir nicht. Was ist los? Okay, da war nichts mehr. Okay, sie klettert wieder. Oh. Kletterst du denn hin? Du hast auch noch Hunger. Du brauchst. Was brauchst du denn? Bouillabaisse? Bouillabaisse. Nein, danke. Eine Gurkengerichte bin ich nicht gewöhnt. Ich brauche etwas Simples. Das ist genauso wie Astrid, ne? Simple Sachen sind die einfachsten Sachen, oder wie war das, ne? Schalentiere? Danke für das Essen. Okay. Umarmen ist ja nicht. Ich weiß gar nicht, wozu es die Möglichkeit gibt zu umarmen, wenn du umarmen nicht magst. Das irritiert mich ein bisschen. Wir sind Old Central District angekommen. So, nach unten. Geht's nicht weiter nach unten? Ne, geht nicht weiter nach unten. Da ist doch nichts mehr hier drin, okay. Warte. Okay, machen wir das jetzt mal. Im Old Central District. Müssten wir eine Folie finden. Wir gucken mal, ob wir die finden, die Folie. Die Folie. Wo finde ich die Folie denn? Was sagt mir denn mein, Beverly? Familienlob. Folie im Old Central District finden. Wo kann ich die denn finden? Vielleicht hier irgendwo? So, das ist der Gipfel des Luxus. Man kann bestellen, was man will. Ich kann sogar frische Milch für meinen Bart verlangen. Ich bade jetzt zweimal täglich. Das ist zu viel. Meine Haut ist ganz zart. Okay. Da komme ich nicht hoch. Ah ne, das war hier so ein Doppelgedöns. Okay. Da nicht. Folie. Hier geht's noch nach oben. Finde ich hier irgendwo die Folie? Nee, ne? Da ist aber nichts, ne? Nee. Jetzt bin ich hier schon die ganze Zeit durch die Gegend springen.
Okay. Nichts zu finden hier, ne? Jetzt muss ich echt jede Etage durchchecken hier. Oh Mann. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger, versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren und rauszufinden, ob ich hier irgendwas finden kann. Aber so wie es aussieht, im Augenblick nicht. Okay. Auch nix. So langsam, aber sicher bin ich ein bisschen überfragt, muss ich zugeben. Okay. Wenn man so reich ist, fällt es einem nicht schwer, Leute herumzukommandieren. Ich habe noch nicht mal einen Job und verhalte mich trotzdem wie ein Boss. Wenn mein Vater mich jetzt doch nur sehen könnte, er wäre so stolz auf mich. Okay. Also sind wir bald da oben? Ich glaube noch nicht, ne? Das Gebäude ist so riesig hier. Doch, jetzt sind wir oben. Hey. Gut. Und noch weiter nach oben. Ne, war auch keine Folie, ne? Ich bin gerade verwirrt. Da muss ich wieder nach unten. Jetzt muss ich hier gucken, dass ich wieder nach unten komme. Obwohl, wir können auch oben runterspringen. Das könnte ein bisschen unangenehm werden, aber wir probieren es mal. Abwärts. Wir wollen ja nicht abstürzen. Das ist ja ein bisschen zu heftig. Oh, hier ist noch was. Du. Ich? Wie ich? Was ist mit mir? Ich? Du. Was machst du da? Ich wusste nicht, dass der Zirkus in der Stadt ist. Du musst da runterkommen. Du darfst da nicht sein. Ich habe viel Geld ausgegeben, um hier zu wohnen. Ganz alleine mit meinen Sachen. Wenn ich Akrobaten sehen wollen würde, würde ich dafür bezahlen. Hör auf, mich auszurauben. Du Diebin. Ich rufe den Wachmann. Verschwinde, Diebin. Okay. Ich will auch noch ein bisschen was mitnehmen. Ist das nicht in Ordnung? Wenn ich schon die Diebin bin, dann will ich auch noch was mitnehmen hier. Oh, das war jetzt knapp. Der hat sich fast aufgeditscht. Wie der Reden bewegen. Ey, ich fliege. Jetzt kommen wir mal in den Film zu sehen. Das wird ein weiterer Wendepunkt meiner Karriere. Später. Tja, ich weiß nicht genau, wo der Film ist. Gucken wir mal. Projiziere die Folie Henry 8 Jahre im Archivraum. Er möchte mir noch mehr erzählen. Sie hat so viele interessante Dinge erlebt. Habe ich den Film gefunden? War das das? Naja, es steht drum, projiziere. Also dann müssen wir den Film gefunden haben. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, gerade was wir eingesammelt haben. Vielleicht haben wir das eingesammelt haben oben. Das war zumindest was, was wir noch nicht mitgenommen hatten. Also gehe ich mal davon aus, es passte. Ich bin auch gerade schon ein bisschen Brain AFK, wie man merkt, glaube ich. Es ist schon so spät in der Nacht, dass ja, ich hier schon auf Autopilot arbeite schon, ja. Und das ist dann ein bisschen schwierig, weil ich würde die Story doch gerne schon noch ein bisschen mitnehmen hier. Wo ist denn das Archiv? Wo habe ich das hingestellt? Hier ist das Archiv. Hier. Projizieren. Da, Henry 8 Jahre. Ein Porträt von Beverly strickend auf einem Schulsitz. Zieh dir das an. Das ist kein Riesenroboter. Das bin ich. Ich sehe so jung aus. Oh, wow. Er hat mich gezeigt, wie ich da sitze und stricke. Oh, Henry. Als er älter wurde, hat er sich zu einem richtigen Charmeur gemausert. Davor war er ein kleines Monster.
eins dieser Kinder, das herumlärmt, wenn eine Sendung läuft, aber während der Werbepause ganz friedlich ist. Eines Tages wurde er plötzlich ganz ruhig. Es war merkwürdig. Praktisch über Nacht wurde er wie sein Vater. Genial und still. Richtig still. Er zog sich ganz in seine Gedankenwelt zurück. Wie seltsam nachts. Nachts im Kopf zu denken. Zu träumen. Genau, zu träumen. Okay. Na gut. Dann haben wir auch wieder was gefunden und wir träumen auch noch ein bisschen. Aber in unserem eigenen Bettchen jetzt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht in der nächsten Aufnahme, würde ich sagen. Dann. Ich bin nämlich jetzt auch erstmal raus. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat gefallen. Mir auf jeden Fall. Es war zwischendurch zwar ein bisschen dröge mit den, ja, wie soll man es sagen, Autofarming. Ne, Autofarming nicht. Ich muss jetzt ja alles machen mit dem Alltagsfarming. Ich glaube, so kann man das am besten sagen. Und ja, da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Ich werde mal gucken, dass wir noch ein paar Sachen zusammenkriegen. Und ja, wir haben noch ein paar Aufträge. Ich würde gerne noch die Bären sammeln. Ich würde gerne gucken, dass wir den Spielpartner von Buck noch finden. Und dann müssen wir mal unbedingt rausfinden, wie das mit den EP-Tränken aussieht. Ich brauche unbedingt EP-Tränke. Damit wir noch zu Albert fahren können und die letzten Upgrades fürs Schiff machen können. Dann sind wir damit tatsächlich auch durch. Und dann geht es so langsam ins Ende. Ne? Wenn wir jetzt die Aufgaben noch erfüllt kriegen. Ich hoffe, wir kriegen das hin mit Elena. Ich bin mir nicht sicher. Das könnte interessant werden. Ich muss die alle Aufgaben erfüllt kriegen und dann habe ich das Gefühl, müssen wir zur Immerpforte fahren und noch alle abliefern, bevor wir, hätte schon mal gesagt, uns selber abliefern. Aber wir schauen mal, wie es weitergeht in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.